Hallo Freunde und herzlich willkommen zu etwas wirklich komplett Neuem auf diesem Kanal. Ich präsentiere euch nämlich ein Handyspiel. Jetzt werden viele sagen, was zum Teufel präsentierst du uns? Es handelt sich um ein Spiel aus dem Dragon Ball Universum. Es nennt sich, ihr seht es links oben, Dragon oder über meinem Bildschirm. Hier, da seht ihr es. Dragon Ball Z Dokkan Battle. Es handelt sich um ein Action-Spiel, rundenbasiert, mit viel Sammeln. Es enthält auch Gacha-Elemente, das heißt, man kann Sachen per Echtgeld kaufen. Man muss nicht. Und ja, es siedelt sich, wie gesagt, im Dragon Ball-Universum an. Und ich habe mir gedacht, da ich dieses Spiel wirklich als einziges Handyspiel jetzt wirklich über mehrere Jahre schon spiele, habe ich mir gedacht, ich präsentiere es euch, weil es meiner Ansicht nach ein sehr schönes Handy-Game ist, weil es, man kann seine Lieblingscharaktere sammeln, man kann viele verschiedene Teams erstellen, um am Ende dann die ganzen Stages, Events etc. zu schaffen. Und du musst letztendlich überhaupt kein Geld bezahlen. Es ist wirklich free-to-play-friendly. Also, so heißt es ja immer im Jargon, du brauchst für den Endcontent hier, brauchst du wirklich kein Geld auszugeben. Natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu. Es gibt sogenannte Summons, wo du eben Charaktere ziehst und mit einer recht geringen Wahrscheinlichkeit kannst du eben dann sehr, sehr gute Charaktere ziehen. Bisschen Glück ist auch dabei, aber man bekommt wirklich mittlerweile zu vielen Events wirklich gute Charaktere. Und ihr seht es hier bereits. Es gibt auch einen guten Grund, warum ich jetzt gerade dieses Spiel euch präsentieren möchte, nämlich das 5th Year Anniversary steht bevor. Also das Spiel hat in ein paar Tagen sein 5-jähriges Jubiläum und das heißt, es gibt Tonnen an Content. Und die beste Möglichkeit ist einfach jetzt mit so einem Spiel anzufangen. Deswegen möchte ich es euch zeigen in so, ich weiß nicht, eine Handvoll Videos, die hauptsächlich Tutorials sind. Zum Beispiel heute gehen wir generell sämtliche Menü, ihr seht es mal links unten, was ich behandle in diesem Video. Wir gehen jetzt erstmal sämtliche Menüs durch, wie ist diese App aufgebaut, also das Spiel aufgebaut, wo findet man was. Die genaueren, also wie genau dann alles unterteilt ist, beziehungsweise dann die einzelnen Menüabteilungen, sowas wie Teams erstellen, Krieger beschwören, verschiedene Events, Endgame-Contents und so weiter. Das mache ich in einzelnen Videos, das wäre sonst zu viel. Und da möchte ich euch am Ende noch einen Kampf zeigen. Wie läuft sowas ab? Es ist, wie gesagt, rundenbasiert. Mit einem Team, was ihr aufstellt von 6 Kämpfern. Plus einem Friend-Lead. Aber wie das Ganze aufgebaut ist, das erzähle ich euch. Ja, wir starten immer in diesem Bildschirm, im News-Bildschirm. Und ihr seht es schon, das 5-jährige Jubiläum ist unterwegs. Und es ist bald da. Dieser Account, das ist nicht mein Hauptaccount, den habe ich irgendwann mal irgendwo gekauft. Es gab eine Zeit, da konnte man relativ günstig Accounts kaufen, für ein paar Euro wirklich nur. Und der wurde bereits vorgefarmt. Das heißt, hier links, hier rechts oben seht ihr die Ingame-Währung, das sind Dragonstones. Damit beschwört ihr eure Leute und die könnte man sich theoretisch auch in echt kaufen oder eben farmen. Leute benutzen irgendwelche Bots, um alles automatisch zu farmen und man hat dann eben einen riesen Batzen und kann in Seelenruhe ganz viele Leute beschwören und somit steigen natürlich die Chancen, dass du gute Krieger bekommst. Wie dem auch sei, ich habe jetzt mal diesen Account ausgegraben, einfach nur um es euch zu zeigen. Und wo fange ich denn am besten an? Ja, das ist der Startbildschirm, hier in der Mitte seht ihr das momentan ausgewählte Team. Es mag jetzt am Anfang ein bisschen overwhelming sein. Sehr viele Informationen, sehr viele Bildschirme, sehr viele Sachen, aber wir gehen wirklich alles einzeln durch, sodass ihr Bescheid wisst. Und es folgen, wie gesagt, Videos, wo ich genauer auf einzelne Aspekte eingehe. Wir fangen einfach mal hier oben an. Wir haben den Rang, ihr startet natürlich dann bei Rang 1, dann könnt ihr euren Namen eingeben. Dann seht ihr eure Erfahrung, beziehungsweise wie viel ihr braucht, um den nächsten Rank zu erreichen. Und dann Stamina. Die meisten Events verbrauchen eben Stamina und wenn das eben leer ist, kannst du das auffüllen, indem du einen dieser Steine bezahlst. Oder es gibt auch Items, sogenannte Fleisch-Meat-Items, womit du auch deine Stamina so wieder befüllen kannst. Aber auch alle 5 Minuten füllt sich dann ein Stamina-Balken auf. Jetzt für das fünfjährige Jubiläum wurde das Ganze von 5 Minuten auf 3 Minuten gesenkt. Das heißt, eure Stamina lädt sich schneller auf. Also, das lohnt sich schon. Das ist der Zeni-Betrag, wenn ihr Leute trainiert, wenn ihr Leute
weiterentwickelt, dann kostet das diese Zenis hauptsächlich. Man sammelt im Laufe der Zeit wirklich, wirklich viel an und es gibt auch Möglichkeiten, gut an Zenis zu kommen. Auch das wird in einem späteren Video behandelt, wie ihr an viel Geld rankommt. Ja, dann eben die Dragonstones, das ist eben das Haupt Zahlungsmittel, sage ich jetzt mal. Das ist die Ingame-Währung, um Krieger zu beschwören. Und ja, das sind ist wie gesagt unser aktuelles Team. Da kann man mehrere erstellen. Wie das funktioniert, zeige ich euch auch gleich. Das hier nennt sich Pilas Trove. Das ist was für Pay-to-Play-Spiele, also die etwas bezahlen. Das ist anscheinend Fehler. Das liegt ja aber nicht an mir. Das wird wahrscheinlich dann demnächst wieder aktualisiert, beziehungsweise im Verlauf, wenn das fünfjährige Jubiläum beginnt. Dieser kleine Roboter, der sagt dir an, hey, welche Charaktere empfiehlt er dir zu machen? Also Recommended Characters, ihr seht es schon. Er empfiehlt zum Beispiel diese Charaktere und auch die Schwierigkeit dazu. Das braucht man aber nicht. Der sucht da eher zufällig irgendwelche Charaktere aus. Ich benutze es nicht. Man braucht es auch nicht. Mehr dazu sage ich euch gleich. Ja, es gibt Missions. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten von Missionen. Es gibt da oben, ihr seht es, Daily Missions. Das heißt Missionen, die ihr jeden Tag erledigen könnt. Ihr bekommt zum Beispiel Trainings-Items. Ihr bekommt diese Mr. Satan-Statuen, die heißen auf Englisch Hercule-Statues, die sind nur da, um sie zu verkaufen, um diese Zenis zu bekommen. Dann gibt es auch manchmal Stones, wenn ihr irgendwelche Daily-Missions macht. Hier zum Beispiel am Wochenende, wenn ihr 50 Stamina verbraucht, bekommt ihr einen Stone dazu. Das sind so Missions. Dann gibt es noch jede Menge andere Varianten. Es gibt Special-Missions. Was haben wir denn da? Hier, clear any stage from quest or event once. Und da sind ganz viele verschiedene. Die Belohnungen seht ihr dann auch immer. Und was ihr machen müsst auch, das ist nicht wirklich schwierig. Auch wenn das Spiel auf Englisch ist, das kriegt jeder eigentlich hin. Aber dennoch ist es nicht schlecht, das vielleicht nochmal so auf Deutsch durchzugehen. Der ein oder andere hat Probleme mit der englischen Sprache, was absolut kein Problem ist. Aber es ist wirklich nicht schwierig. Genau. So viel zu den Missionen. Dann haben wir unten hier noch so ein kleines Menü. Wir haben einmal hier so das normale Menü. Da kann man ein paar Optionen einstellen. Man kann seinen Account verknüpfen. Das ist dazu da, dass man ihn nicht verliert. Wenn mal aus Versehen das Handy kaputt ist oder so. Verlinkt es ruhig mit eurem Facebook- oder Google-Account. Dann, wenn es mal weggehen sollte, kann man sich an den Support wenden und dann bekommt man seinen Account wieder. Ja, Freunde gibt es. Wenn man einen Kampf startet, das zeige ich euch gleich, dann kann man Freunde, also einen Friend Leader auswählen und am Ende eines Kampfes kann man dann auswählen, hey, willst du diesen jemanden eine Freundschaftsanfrage schicken? Denn dann würde dem sein Friend Leader immer mal wieder auftauchen, aber auch das zeige ich euch dann gleich. Das ist wieder was Besonderes, das ist der Drache Shenron im Dragon Ball Anime, gewährt er einem ja Wünsche. So auch hier, ihr müsst in den Stages diese Dragon Balls sammeln, werde ich euch auch gleich nochmal erklären. Das würde ich auch direkt am Anfang empfehlen, denn man bekommt gute Anfangsbelohnungen, man bekommt Dragonstones, man bekommt Character Slots, also Platz für mehr Teammitglieder, sag ich jetzt mal. Gehen wir auch gleich durch. Ja, die News haben wir am Anfang gesehen. So, und dann gibt es Gifts. Jeden Tag, wenn ihr euch einloggt, bekommt ihr Belohnungen, sogenannte Login-Boni. Und je öfter ihr euch einloggt, sagen wir mal, ihr loggt euch jetzt zum 100. Mal ein, zum 500. Mal, zum 1000. Mal. Es gibt immer verschiedene Steps, wo man wirklich gute Belohnungen bekommt. Also es lohnt sich, jeden Tag zumindest einmal einzuschalten und zu sagen, hallo, ich bin da. Und dann wieder rauszugehen, damit man seine Daily-Belohnung kommt. Ja, ich habe jetzt hier ein paar verschiedene Items, die kann ich nicht akzeptieren, einfach weil mein Team zu voll ist. Mein Team ist zu voll und das werde ich euch wahrscheinlich gleich als nächstes zeigen. Wir gehen aber erstmal hier auf diesen Start-Button. Der leuchtet nicht immer so, das hat aber einen Grund, es ist nämlich momentan World Tournament, das ist einer der Special Events. Das werde ich euch dann wahrscheinlich im nächsten Video mal zeigen. Es gibt viele verschiedene Events und ja, das sind jetzt fünf verschiedene Reiter. Das ist einmal hier die Quest. Das ist sozusagen, wie man es eigentlich aus jedem Handyspiel kennt, das ist die Hauptquest. Die kann man durchgehen. Jede Area hat verschiedene Unterbereiche und die gibt es in, ja, ich kann es jetzt leider nicht sehen, es gibt einmal auf leicht, normal und auf hart, aber es ist nicht wirklich hart. Und für jedes abgeschlossene Level bekommt ihr einen Stone und rechnet das mal hoch. Das sind um die 800 Stones, die ihr bekommt. Vielleicht mal als kleiner Vergleichswert.
eine Beschwörung, also ein Summon, kostet 50 Stones und bekommt 10 Charaktere. Wobei die Chance natürlich da ist, dass ihr aus dem jeweiligen Banner einen sehr guten Charakter bekommt. Aber ja, auf jeden Fall am Anfang die Story immer machen, zumindest auf leicht kommt man da echt gut durch und man kann gute Story farmen. Vor allem jetzt ist das hier sehr wichtig, Rank XP mal 4. Wenn ihr anfangt und die Story spielt, bekommt ihr 4-mal so viel Erfahrung. Das heißt, ihr steigt im Level extrem schnell auf. Und das ist wichtig, denn pro Levelaufstieg, das zeige ich euch aber gleich auch genauer, denn je höher euer Level ist, desto mehr Teammitglieder könnt ihr in eurem Team versammeln, denn die kosten auch etwas. Also sie kosten was an, das nennt sich Teamkost. Also je wertvoller euer Charakter ist, desto teurer, desto höher kostet er, um in eurem Team reinzugehen. Ich werde euch das gleich zeigen, das ist dann ein bisschen verständlicher. Ich will aber nur diese ganzen Dinger hier durchgehen, die ganzen Bereiche. Ja, das ist die ganz normale Quest, die auf jeden Fall am Anfang machen. Ganz wichtig und auch leicht. So, und dann die Events. Da kommen jetzt auch zum Teil sehr viele Knüppel-Events, also schwierige Events. Und das hier, das ist zum Beispiel ein wichtiges Event. Diese Charaktere hier, die könnt ihr rekrutieren. Das ist sozusagen also speziell dieses Event. Es gibt eine spezielle Stage am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag und am Samstag und Sonntag ist dann das hier alles offen. Das ist das, was ich empfehlen würde, was man am erstes macht, denn dort bekommt man ein sehr, sehr gutes Team sehr früh und sehr leicht, mit dem man eigentlich relativ viele Events schafft. Aber dazu auch in anderen Videos mehr. Hier sind jetzt erstmal hauptsächlich Story-Events. Hier sind verschiedene Events, um Medaillen zu holen für Charaktere und so weiter. Die sind meistens auch relativ leicht und dort kann man auch sehr, sehr viele Stones farmen. Nicht jedes Story-Event ist wichtig zu machen. Bei manchen kann man Leute rekrutieren, bei manchen kriegt man nur die Medaillen, um Leute nochmal weiterzuentwickeln. Aber auch das wird dann später noch ein bisschen genauer dargestellt, beziehungsweise noch genauer erläutert. Growth sind nochmal, ja, das sind auch so Einsteiger-Sachen, kann ich euch hier erklären. Hier zum Beispiel, hier könnt ihr, das ist nur am Wochenende aktiv, hier könnt ihr viel Zennies farmen, also hier diese Geldwährung. Hier könnt ihr Trainings-Items farmen, wenn ihr eure Charaktere auflevelt, dann benötigt ihr diese Trainings-Items, aber mit der Zeit bekommt man auch da sehr viel von. Hier bekommt man diese Statuen, die man verkaufen kann. Sie sind wirklich nur zum Verkauf da, sonst haben sie keine Verwendung. Hier ist nochmal so ein Event, um Trainings-Items zu holen. Das sind, die bringen sehr, sehr viel Erfahrung pro Training. Das ist so ein spezielles Event, das ist nur einmal. Also wenn man es macht, muss man 7 Tage warten, bis es wiederkommt. Da kann man recht viel XP holen, Massive Rank XP. Also wenn man es irgendwann machen kann, dann lohnt sich das. Das hier ist nur so ein spezielles Event, das ist offen. Da gibt es sehr recht seltene Items. Zu denen komme ich aber auch gleich nochmal, was Items generell sind. Und hier ist auch nochmal ein Anfangsevent, wo man einen Goku hochleveln kann. Der ist auch Free-to-Play, ist auch eigentlich relativ leicht zu erreichen. Aber sowas wie so ein Einsteiger-Guide, den werde ich eventuell auch mal machen. Aber darum geht es jetzt nicht. Das sind wie gesagt auch relativ gute Einsteiger-Events. Könnt ihr mal einmal pro Tag machen, macht das auf jeden Fall. So, das hier ist der Hauptbereich, die Challenge-Events. Wenn ihr einen Charakter zieht, nehmen wir ihn hier, der gute alte Beerus. Wenn ihr ein glücklicher Mensch seid und diesen Kerl gezogen habt, der gehört zu einem der sehr, sehr guten Charaktere, dann ist das Event, um seine Medaillen zu farmen, um ihn letztlich auf seine höchste Stufe zu bekommen. Man unterscheidet hier zwischen verschiedenen Aufsteigemöglichkeiten und auch verschiedene Raritäten. Das gehe ich dann gleich durch, wenn wir mal auf die Charaktere gucken. Dadurch macht ihr dann euren Charakter, den ihr dann erfolgreich gezogen habt, stärker. Und dass ihr ihn dann perfekt benutzen könnt, wenn es dann zu den harten Battles kommt. Ja, apropos harte Battles. Das hier ist zum Beispiel ein, ich würde mal sagen, Endgame-Challenge. Fighting Legend Goku. Ihr trefft dort auf Son Goku in all seinen Stufen bis hin zum Ultra-Instinkt. Das ist schon sehr, sehr schwer, sehr, sehr eklig. Das ist auch das, auch so ein Endgame-Content hier, die Super Battle Road. Da muss man schon gewisse Charaktere haben, sonst ist es unmöglich zu schaffen. Da muss man auch mit sehr viel Taktik rangehen, also da ist Taktik sehr wichtig. Es lohnt, ist
es reicht nicht, wenn ihr einfach sagt, ich habe jetzt 6 krasse Leute, die unglaublich viel hohen Attackewert haben, ich mache die platt. Nee, da braucht es an gewissen anderen Strategien, aber dazu komme ich dann gleich nochmal rein und dann noch gewisse andere Events. Und all diese Events hier sind alle da, um die jeweiligen Charaktere aufzurüsten. Gehen wir mal auf eins drauf, hier für Super Saiyan Goku. Eine kurze Beschreibung. Und hier, das ist der Drop Reward. Diese Medaille bekommt ihr, um diesen Goku zu erhöhen. Es gibt gewisse Stages, wo gewisse Charaktere mehr Schaden machen. Immer mal wieder reingucken. In dem Fall wären diese beiden Freezer-Charaktere sehr, sehr gut gegen diesen Goku. Und hier seht ihr auch dann die Phasen, in welchen der Goku dann auftritt. Also erst, die Typen gehen wir gleich durch. Also erst Super AGL, dann Super Fühlen, dann Super Strength. Und ihr seht es nochmal, diesen Goku, den zieht ihr und mit diesen Medaillen könnt ihr ihn dann vollkommen entwickeln und ja, ihr seht dann noch, was euch dann so alles erwartet. Auch den Freezer könnt ihr mit den Medaillen entwickeln und so weiter. Genau, dann gibt es noch diesen Bereich, das sogenannte Extreme Z Battle. Dort geht es darum, bereits vollständig entwickelte Charaktere noch weiterzubringen, eine weitere Stufe weiter, also ein sogenanntes Easy A Awakening zu machen. Aber auch da komme ich dann nochmal in einem anderen Video nochmal genauer drauf hin zu sprechen. Und ja, kurz zu den anderen drei Sachen. Links unten das World Tournament, ihr seht es links unten. Resets in 10 Hours, das geht immer für ein Wochenende. Das ist ein reines Grinding-Event. Ihr macht immer verschiedene Stages und dort kämpft ihr einfach. Und je mehr ihr macht, desto mehr Punkte bekommt ihr, desto mehr Punkte ihr habt, desto am Ende habt ihr die höhere Belohnung. Aber da gibt es Leute, die grinden das wirklich 24 Stunden und ihr habt eigentlich kaum eine Chance, wirklich ganz nach oben zu kommen. Aber es gibt trotzdem faire und gute Belohnungen. Das hier ist tatsächlich mein Lieblingsevent, ein Ultimate Clash Event. Ihr nehmt 122 Charaktere mit und diese Charaktere lasst ihr dann auflaufen in verschiedenen Stages und ihr macht meistens verschiedene Mono-Teams zusammen. Mono-Teams sind Teams, die aus einem Typ bestehen. Und das wird immer einmal pro Monat resettet. Das ist auch relativ schwer. Ja, was heißt relativ schwer? Doch, es kann schon relativ schwer werden. Aber irgendwann mit der Zeit, wenn man dann genug Charaktere entwickelt hat, dann wird das auch machbar sein. Zuletzt noch das hier, Portal of Memories. Es sind nicht jeden Tag alle Events offen. Um aber trotzdem an diese Events zu kommen, gibt es sogenannte Schlüssel, die ab und zu mal von den Entwicklern verteilt werden durch Login-Boni oder durch Belohnungen etc. Da könnt ihr dann diese Schlüssel benutzen, um Events zu spielen. Wenn euch mal eine Medaille fehlt und ihr euch denkt, ah Mist, dieses Dokkan-Event ist nicht da, ich brauche aber diese Medaille, dann könnt ihr darauf gehen und das machen. So Freunde, viel Gerede, ich weiß, es ist sehr viel, aber es wird sich alles erübrigen. Und jetzt gehen wir mal auf das wohl Wichtigste, nämlich die Charaktere. Und das mache ich mal mit der Character-List. So, das sind all meine Charaktere. Ich habe viel zu viele Charaktere. Es wird wohl nicht zu einem Kampf heute kommen, denn um einen Kampf zu machen, muss ich, darf ich nicht über meine eigentlichen Boxgröße Units haben. Aber da müssen wir mal gucken. Vielleicht verkaufen wir auch gleich einfach mal ein paar. Okay, wie gehe ich das am besten durch? Wir machen am besten mal... Achso, gehen wir gleich durch dieses Menü. Das hier, Freunde, das sind alle Raritätsstufen. Wir haben N, R, SR, SSR, UR und die beste Stufe LR. N und R, vergesst das. Das ist nur vielleicht zum Trainieren oder das benutzt nie solche Charaktere. Die sind wirklich unbrauchbar. SR, zum größten Teil auch unbrauchbar, aber es gibt gewisse Charaktere, die für gewisse Events sehr, sehr gut sind oder die generell relativ hilfreich sind oder als Support-Charakter. Dazu könnte ich auch mal vielleicht ein Video machen, ein kurzes oder eine kurze Anmerkung. So, und dann, das sind eben die drei Hauptstufen. SSR, die könnt ihr dann weiterentwickeln zu einem Ultra Rare. Und dann gibt es Legendary Rares, das ist die seltenste Stufe. Charaktere, wenn ihr Glück habt und ein LR zieht, dann ist das schon ziemlich geil. Es ist ein richtig geiler Moment, wenn ihr das erste Mal so einen zieht. Den werdet ihr auch erst in der SSR-Stufe bekommen. Dann bringt ihr ihn nach UR und dann nach LR. Das heißt, ihr braucht zweimal jeweils verschiedene Medals. Aber jetzt gehen wir doch erstmal, Moment kurz, gehen wir noch hier ein bisschen weiter. Natürlich wird unterschieden zwischen Superclass und Extreme Class, ganz simpel. Die Guten, Son Goku, Son Gohan, Piccolo und so weiter. Und die Bösen, Turtles, Rosé, Zamasu, Broly, die ganzen bösen Jungs halt. Das ist die Unterteilung.
auch wichtig später fürs Teambuilding. Und die verschiedenen Typen, ganz einfach nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip, AGL ist blau, Tech ist grün, Int ist lila, also die die Hintergrundfarbe des, und ihr seht es auch hier nochmal, AGL. Int ist lila, Strength, Str ist rot und Phy ist gelb oder orange. Und wir gehen nochmal gleich durch, wir suchen jetzt mal alle, die AGL haben und super klasse sind. Das sind also alle unsere AGL-Kämpfer. Vielleicht mal ganz kurz zu diesen Typen hier. Aber das mache ich jetzt im Verlauf. Wir schnappen uns jetzt mal einen Charakter. Und zwar ihn hier. Das ist ein LR-Charakter. Super Saiyan Gohan Youth. Der junge Gohan aus der Cell-Saga. Und wenn wir auf Growth gehen, dann sehen wir die verschiedenen Stufen. Und ihr seht es hier. Diesen kann man zum LR weiterentwickeln. Und das sind eben die verschiedenen Stufen. Wenn wir ihn von SSR auf UR machen, dann nennt sich das Z-Awaken. Wenn wir da drauf gehen, da brauchen wir diese Medaillen. Das sind Standardmedaillen. Die bekommt man eigentlich relativ häufig. Im Verlauf der Zeit bekommt man die wirklich häufig. Kann ich euch ja dann auch mal... Da werde ich auch nochmal ein externes Video machen. Es ist wirklich viel erklären. Aber wenn man das einmal drin hat, dann ist es alles wirklich ganz, ganz easy. Das sind sozusagen die Standardmedaillen. Also ihr levelt ihn hoch. Ich gehe mal kurz hier rum. Ihr levelt ihn auf Level 80. Dann ist er auf Level 80. Um ihn weiterzubringen, braucht ihr dann eben diese Medals, diese Medaillen, um ihn dann auf die UR-Stufe zu bringen. Und dann kommt das Dokkan Awakening. Und da brauchen wir diese Medals aus dem Challenge-Event, wo ich es euch gezeigt habe mit dem Beerus und so. Da braucht ihr dann genau diese Medals, um ihn auf die nächste Stufe zu bringen. Bei ihm ist das noch nicht die finale Stufe, weil er eben der LR ist. Das ist dann sein Dokkan Awakening und dann gibt es nochmal das Dokkan Awakening für ihn speziell zum LR. Das ist die höchste Stufe und dann habt ihr so einen Brocken. Und das ist ein Brocken, der ist sehr, sehr stark. Jeder LR ist sehr, sehr stark. Natürlich im Verlauf der Zeit, es gibt ungefähr, wie viele LRs gibt es? Es gibt insgesamt bestimmt so 40 Stück. Es gibt LRs, die man durch Free-to-Play erreicht, also die man erreicht, indem man gewisse Sachen farmt oder grindet. Es gibt auch welche, die man nur durch Beschwören, durch Summons bekommt. Genau, so viel dazu. Ja, und jetzt zeige ich euch mal so ein bisschen so das Trainieren. Ich habe natürlich keine Dokkan-Medals, aber ich habe diese normalen Medaillen und jetzt zeige ich euch das mal folgendermaßen. Also, wir gehen ja auf Trainieren. Ja, jetzt wird uns das Trainieren erklärt. Ganz wichtig und das sage ich euch direkt am Anfang. Also, Moment, wir müssen noch mal kurz drauf gehen. Wir trainieren ihn jetzt mit unseren Medaillen von Level 1 auf 80 und ihr seht das links unten. Das ist seine Super Attack im Kampf, den ich euch wahrscheinlich erst im nächsten Video zeigen werde, also ignoriert den Kampfablauf bitte. Je höher das Level, also das Super Attack Level ist, desto stärker ist seine letztendliche Super Attacke. Wie das dann aussieht, das wird dann im Kampf erklärt und das müsst ihr so schnell wie möglich auf 10 bringen, dann ist er einfach am effektivsten. Aber jetzt das Entscheidende. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Super Attack zu steigern. Wenn wir jetzt mal auf ihn drauf gehen, hier ist das Trainingsmenü. Hier. Mit diesen Leuten, das sind sogenannte Kais. Das sind Grand Kais, die sind speziell pro Typ. Also mit diesem AGL Grand Kai kannst du nur AGL-Charaktere bei AGL-Charakteren, die das Level steigern, das Super Attack Level. Ganz, ganz wichtig. Füttert niemals eine Kopie. Ihr seht es nämlich hier. Wir könnten unsere andere Gohan-Kopie nehmen und ihn um ein Level zu erhöhen. Super Attack-Level. Macht das nicht. Kopien sind wichtig. Sogenannte Dupes. Also wenn ihr jetzt mehrmals denselben Typen zieht. Es ist wichtig. Es ist geil. Verfüttert ihn bitte nicht. Vielleicht noch als oberste Grundregel, wenn ihr einen neuen Charakter bekommt. Ich mache das jetzt mal hier unten. Klickt auf ihn drauf. Und hier, macht dieses Schloss rein. Denn es kann ja irgendwie mal passieren, dass ihr aus Versehen einen Charakter, weil ihr seht es hier. Hier, dann könnt ihr ihn nicht auswählen. Nicht, dass ihr aus Versehen euren Charakter mit dem eigenen trainiert. Das wäre eine Riesenverschwendung und ihr beißt euch in den Arsch. So, als Beispiel werde ich jetzt diesen Gohan trainieren. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Bei gewissen Events kann man auch Super Saiyan Gohans farmen. Die auch vielleicht nicht 100% bringen, aber zumindest 50%. Somit würdet ihr euch solche Kais sparen. Also immer wenn es die Möglichkeit gibt,
spart euch diese Kais. Es gibt gewisse Charaktere, da ist das Farmen von ähnlichen Charakteren, womit man das Level steigen kann, sehr, sehr mühselig. Es gibt eine Internetseite, die werde ich euch auch dann mal zeigen, wo ihr sehen könnt, hey, mit welchen Charakteren kann ich die Super Attack steigern, ohne Kais zu verwenden. In unserem Beispiel verwende ich aber Kais, es ist keine Verschwendung, Freunde. Und das zeige ich euch gleich mal. So, wir wählen ja alle aus, dann hier unten gehen wir auf Auto. Die Trainings-Items werden automatisch vergeben, sodass ihr auf Level 80 kommt. Und das beginnen wir. Kostet ein bisschen Zenis, nicht viel. So, und jetzt seht ihr es hier, Great Success, das heißt einfach 1,5 mal steigert das. Das könnt ihr auch. So, und jetzt sagt er mir gleich, willst du awaken? Das machen wir auch gleich, aber noch, ich will erstmal noch was zeigen. Und ihr seht es hier, hier haben wir schon eine Mission completed. Hier, das sind Training Locations. Ihr könnt, es gibt gewisse Training Locations, wo automatisch ein Success da ist. Ihr würdet euch dadurch also ein paar Dinger sparen, ein paar Trainings-Items. Wenn ihr garantiert den Success habt, dann verbraucht ihr weniger, weil es dann mehr XP gibt oder doppelt so viel XP. So, ich trainiere ihn noch. So, hier. Deswegen kommen wir dann auf die höchste Stufe. Und dann ist seine Super Attack sehr stark, also am stärksten. Wir werden auch gleich so eine kleine Nachricht bekommen. Genau, Super Attack Level Max reached. Ha, Max. Super Attack has been powered up. Und ja, jetzt haben wir ihn zum Teil vollständig trainiert. Wir können hier nichts machen. Jetzt geht es nämlich weiter hier neben Training. Awaken. Wir nehmen den Gohan. Ja, es wird nochmal hier erklärt. Wir gehen jetzt zum Gohan und awaken ihn. Das sind so diese Standardmedaillen. Ihr seht es selber hier in diesem bereits vorgefarmten Account. Aber auch bei meinem Hauptaccount. Ihr kriegt irgendwann Tonnen davon. Das ist wirklich kein Problem. Wenn man es viel spielt, wenn man die Belohnungen abgrast, dann geht das alles. So, wir machen sie Awakening. Und nun seht ihr, wandelt er sich um von SSR auf UR. Ultra Rare, die nächste Stufe. Wir haben ein sie Awakening erfolgreich gemacht. Nein, ich möchte euer Spiel nicht bewerten. Das habe ich, glaube ich, sogar eh schon mal gemacht. So. Und jetzt sehen wir ihn nicht mehr. Warum nicht? Keine Sorge. Wir haben ja nur hier SSR ausgewählt. Wir machen jetzt auch UR. So, jetzt geht es weiter. Jetzt müssen wir von 80 auf 100 leveln. Das geht natürlich genauso gleich. Ihr könnt die Trainingspartner automatisch hier reinmachen. Ihr seht hier diese R-Charaktere. Die braucht man nicht. Die braucht man nicht. So, jetzt geht es auf 100. Und ihr seht selber seine Stats. Das unterteilt hier in HP, also Leben, Attacke und Defense. So, und jetzt müssten wir weiter awaken, aber diese Medaillen haben wir nicht. Dazu müssten wir das Event machen mit eben, wo wir gegen diesen Gohan kämpfen. Und dann würden wir ihn auf die nächste Stufe bringen. So viel dazu. Jetzt gehe ich noch kurz. Ja, wir haben eh nicht mehr so viel Zeit. Sell, hier könnt ihr Sachen verkaufen. Geht hier alles ganz, 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 ganz fix. Charakterliste, wenn ihr eure Charaktere einfach angucken wollt. Hier Items. Training-Items, klar. Training-Locations, auch klar. Awakening-Medals, das sind eben diese ganzen, das sind die Standard-Medaillen. Und hier unten sind ganz viele Medaillen für all diese Charaktere, die man dann sammelt. Support-Items, das sind Items, die man im Kampf benutzt. Und für die späteren Events braucht man die auf jeden Fall. Wo man erhöhte Verteidigung bekommt, wo man Leben wieder bekommt und so weiter. Darauf gehe ich auch dann später nochmal genauer ein. Treasure sind so verschiedene Items und Stones, die ich auch nochmal genauer beleuchten werde. Potential Orbs, das ist auch etwas, damit könnt ihr euren Charakter weiter verstärken, sodass ihr zum Beispiel die Möglichkeiten bekommt, einen kritischen Treffer zu landen oder dass er ausweicht oder dass er nochmal einen Angriff macht. Also könnt ihr quasi zwei Super Attacks hintereinander machen, darauf gehe ich auch nochmal ein. Und andere Sachen wie Tickets und diese Schlüssel eben, womit ihr ältere Events dann auch nochmal machen könnt. Und ja, so viel dazu, Freunde. Als letztes möchte ich euch noch, glaube ich, mal ein Summon zeigen. So, das ist so der Lieblingsort eines jeden Spielers hier. Hier holt ihr euch eure Charaktere. Ich werde auch nochmal einen ausführlichen Guide hierzu machen, denn es gibt gewisse Banner, so wie diese hier. Das ist Verschwendung. Das braucht ihr nicht machen. Und wir machen Folgendes. Ein Ticket summon. Es gibt Weekend-Tickets. Und genau das werde ich euch machen, um euch mal zu zeigen, wie man summon, was, wie das so aussieht. Es ist eigentlich ganz cool. Wir haben also die Chance sogar auf LR-Charaktere. Also es könnte tatsächlich sein, dass ein LR kommt. Das ist jetzt die Animation. Ihr habt gesehen, die Leute, die mit Goku geflogen sind, das könnte ein Indikator sein, ob ihr einen guten Charakter bekommt. Jetzt hören wir mal kurz zu. Okay, das ist jetzt etwas, es gibt einen Spruch, den er sagt, dann weiß man, dass man einen gewissen Charakter bekommt.
So, und jetzt ist das eben, und hier seht ihr eben die ganzen Charaktere, die kommen, und ihr werdet auch gleich sehen, das hier ist zum Beispiel ein SR. Hoffentlich kriegen wir ein SSR, das ist bei sowas nicht guaranteed, ansonsten ist für jedes Summoning ein SSR guaranteed. Wir haben mit 7 Tickets ein 7 Tickets Summon gemacht, das heißt, wir kriegen 7 Charaktere, das ist glaube ich Nummer 4. 5. 6 und der letzte. Ah, ich kann euch einen zeigen, das ist jetzt, ihr habt es gesehen, es hat so rot geblinkt, das ist jetzt ein SSR. Es ist ein schlechter SSR, davon ab, aber das ist nicht so wichtig. Es ging einfach nur hauptsächlich darum, es euch zu zeigen. Gleich der Tipp von meiner Seite, wenn ihr hier dann diesen Endbildschirm habt, geht auf euren Charakter, den ihr behalten wollt, und markiert ihn gleich. Dann werdet ihr ihn nicht aus Versehen verwenden. Ja, und so viel dazu. Ein kleiner Einblick in Dokkan Battle. Ja gut, ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, ein bisschen mehr gemacht als nur das Menü-Interface. Wir sind schon ein bisschen aufs Training gegangen. Im nächsten Video werden wir uns mal ums Team-Building kümmern. Also es gibt gewisse Charaktere, die als Leader sehr, sehr gut sind. Manche, oder was es für Teams gibt, verschiedene Formen. Das werden wir uns alles angucken. Kein Problem, keine Sorge, das kriegen wir alles hin. Dann gehen wir mal einen Kampf durch. Wie läuft sowas ab? Und genau. So sieht es erstmal aus. Ich hoffe, ihr habt einen positiven Eindruck bekommen. Es ist wirklich viel. Meine Stimme geht hier auch ganz langsam weg. Viel zu erzählen, viel zu erklären. Aber die Grundkniffe, die kriegen wir schon hin. Von diesem Menü nicht verwirren lassen. Wir gehen nochmal kurz auf die Missions. Man kann alle Missionen akzeptieren. Da bekommt ihr, wenn ihr startet, sehr, sehr viele Missionen. Zack. Und ihr seht hier ein Stein, einer der Kais, womit man immer garantiert ein Super-Attack-Level erhöhen kann. Das sind so ähnliche Kais, da ist die Chance, dass sich die Super-Attack erhöht, aber allerdings nur 30%. Dann jede Menge Items, Friend-Points, gehe ich alles noch genauer drauf ein. Ja, ich hoffe, ihr habt einen positiven Eindruck bekommen und ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr. Es folgen dann noch ein paar weitere Tutorial-Videos und mittel- bis langfristig werde ich immer mal wieder ein Video machen, wenn es News gibt zu neuen Charakteren oder sonst irgendwas Neues. Und ja, das wäre es soweit. Danke fürs Zuschauen und macht's gut, Leute. Bis dann.